Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dayang. Wir sind immer noch bei den monumentalen Gräbern und ich bin ja jetzt hier noch in dieser Unterweltpassage, heißt es hier. Und wir brauchen eine Lichtquelle, weil es ein dunkler Ort ist. Und wir brauchen eine Fackel oder irgendein Lämpchen oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob wir sowas bauen können. Ich glaube nämlich nicht. Hat irgendwie so eine Ratte hier auf dem Stock rauf und dann anzünden. Ach, das klingt ja wieder sehr tierfreundlich. Nee, Spaß beiseite. Also, wir müssen auf jeden Fall irgendwas Lampenartiges finden. Ich weiß aber nicht, wo wir das finden können. Und müssen mal schauen. Deswegen wollte ich erstmal hier ein bisschen rumluschern. Ich geh mal hier runter. Ich guck unten noch mal in der in der Haupthalle. Ich glaube zwar nicht, dass ich da was übersehen habe, aber man kann ja trotzdem mal luschern. Und dann ist mir noch zwischendurch noch eingefallen, weil ich nur gerade auch eine Aufnahmepause gemacht habe. Dann könnte man ja sonst zur Not noch mal diese komische Passage längs laufen. Diese Passage längs laufen, wo ich kurz vorher noch gewesen bin. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Oder ob ihr das noch in Erinnerung habt, diese eine Passage. Na, du kleines Viech. Wo wir fast hingelaufen wären. Ich dachte aber, nee, ich will ja zu den monumentalen Gräbern. Und dann bin ich erst den falschen Weg gelatscht. Ich kann hier nochmal gucken, aber ich meine, ich hatte hier nichts übersehen. Das Spiel hat ja leider so Anwandlungen, dass wir... Obwohl natürlich Benzin könnte natürlich auch die Lösung sein. Ich weiß nicht, ob wir mit Benzin... Das ist ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug hatten wir, glaube ich, nur mit der anderen Tante, ne? Mit der wir im Prolog gespielt haben. Ah, hier kann ich natürlich nicht lang, klar. Geh nochmal luschern. Hat irgendwas in den Ecken oder sowas? Guck mal, da ist nämlich eine Fackel. Ja, da ist eine Fackel. Da ist nämlich eine Fackel und das könnte es nämlich sein. Das ist nämlich der einzige Ort, wo auch eine Fackel hängt. Das wäre eine Etage höher. Da müssten wir eigentlich hin. Dann können wir uns da fallen lassen. Dann könnten wir das hier kaputt hauen. Da können wir nochmal gucken gehen. Gibt es da einen direkten Zugang für? Ja, könnte man eventuell. Da waren wir eigentlich auch schon, wie es aussieht. Jetzt mal schauen. Müssten wir da hoch? Können wir da irgendwie hochkraxeln? Kommen wir auf die Seite irgendwo? Das wäre irgendwie. Muss doch irgendwie hochkommen. Wir müssen uns aber einfach hier runterfallen lassen, oder nicht? Ah, nee, hier geht's ja gar nicht weiter. Na gut, dann wird das natürlich auch nichts. Das heißt, wir müssten hier. Eigentlich hoch. Kann das sein? Da muss ich eigentlich. Muss da irgendwie auf die andere Seite. Wie komme ich denn da drüben hin? Ich dachte, da wäre jetzt ein Durchgang hier vorne. Scheiße. Können wir vielleicht von hier aus irgendwas sehen? Komm da nicht auf die andere Seite, ne? So eine Scheiße. Ich dachte, da könnte man vielleicht. Da käme man vielleicht hoch. Ja. Kommt man auch nicht rüber. Scheiße. Ich dachte, da kommt man rüber, mal eben so. Von der anderen Seite. Es gibt doch dafür garantiert einen Weg. Hier oben ist nichts. Na gut, wir kommen jetzt hier. Hier könnten wir hoch. Aber dann hört das auch auf.
Da kommen wir auch nicht lang. Scheiße. Nee. Da kommen wir nicht lang. Scheiße, wie komme ich da drüben hin? Muss irgendwie auf die Seite rauf. Da wird es irgendwo einen Weg geben. Da ist eine Fackel. Also liegt die Vermutung nahe. Liegt die Vermutung nahe, dass es ein Raum ist, wo wir jetzt theoretisch auch schon hin können. Weil sonst würde die Fackel da für mich keinen Sinn machen. Aber da ist nichts. Scheiße, und ich dachte, hier wäre ein Durchgang oder was? Le Fug. Scheiße. Das wird nichts. Mist. Oh. Vorsichtig, Mädel, vorsichtig. Kommt man hier auch nicht weiter, ne? Vielleicht hier nochmal irgendwie rechts rum oder so? Ich habe da jetzt aber auch keinen anderen Weg gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir den auch übersehen. Da auf die Seite, da muss irgendwas sein. Auf der Seite muss irgendwie ein Raum sein, auf der rechten. Hier irgendwo auf der Seite muss es hier irgendwo einen Raum geben. Da kommen wir natürlich auch nicht lang. Ich klettere noch mal kurz hier rauf. Obwohl, da ist ja auch nur... Da geht es ja auch nur zum... Da geht es ja auch nur darüber, ne? Da ist nämlich ja der Eulenraum. Und hier ist auch nur das. Okay. Also mir jetzt gerade ist aufgefallen, dass da noch ne... Ah, da darf ja nicht lang. Dass da eine Fackel ist. Dass da eine Fackel an der Wand hängt. Das habe ich jetzt erst gerade gesehen. Scheiße. Und die brauchen wir hundertprozentig. Hundertprozentig. Halt dich fest! So. Gut, hier geht's auf keinen Fall weiter. Das ist ja die... Da geht's runter in die Halle. Das bringt uns nichts. Aber jetzt laufen wir quasi genau in den falschen, in genau die falsche Richtung. Aua! Drecksig. Dann können wir hier nochmal gucken. Ich weiß, wir waren eigentlich schon überall. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo wir noch gucken sollen. Es geht, wir müssen eigentlich da drüben hin. Eigentlich komplett da drüben. Das ist, da muss es eigentlich irgendwo sein. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo, wie wir in die, auf die andere Seite gekommen sind. Ach, hier geht es ja auch nochmal runter. Okay. Oh, das war wieder knapp. Ich dachte, ich stürze ab. So, nochmal ein Häppchen trinken. Na? Wenn wir schon mal hier sind.
Leute nicht, wie ich das sonst... Ich hab doch... Nein! Warum springst du denn direkt daneben? Warum tust du das? Warum? Warum tust du das? Ja. Och Mann. So sinnlose Tode wieder. So sinnlos. Mensch, du. Ach Mann. Zum Mäusemeld. Ja, wie gesagt, wenn dann ein anderer Weg gewesen wäre, das war daneben, wenn dann ein anderer Weg gewesen wäre, was jetzt die Eulen angeht, dann hätten wir den ja vielleicht auch, da gab es hier einen anderen Weg. Ich glaube nicht, ne? Das wäre ja auch da gewesen, den Eulen. Wie sind wir überhaupt zu den Eulen reingekommen? Wir sind da... darüber, da lang, dann sind wir hier rum. Ich glaube, dann sind wir hier lang, darüber. Dann sind wir da drüben. Nee, Moment, wir sind da drüben gestartet. Also sind wir schon auf der richtigen Seite, normalerweise. Oder ist da... sehe ich wieder irgendwas? Wir sehen wahrscheinlich doch wieder irgendwas, oder? Ich sehe doch wieder irgendwas und ärgere mich dann wieder. Nee, hier sind wir wieder rübergekommen. Da hoch, darüber. Gibt es ja auch keinen anderen Weg. Ah! So, wir können natürlich dann auch hier wieder hoch. Ich weiß nicht mehr, wie wir in diesen Scheiß Dings reingekommen sind. Na, da wo die Eule drin ist. Dieses Sammlerstück da. Es muss hier irgendwo einen Weg geben. Man kommt da hundertprozentig von da oben irgendwie rein. Hundert pro. Und da ist eben... Wir kommen garantiert in den Raum rein, dann kriegen wir hier die Fackel, dann machen wir hier die Tür auf, laufen wir hier wieder lang und dann können wir wieder oben lang laufen. Aber ich wüsste nicht... Ich wüsste nicht, wo wir da sonst noch welche Möglichkeiten wir da noch haben. Und ich sehe hier auch nichts. Hier ist ja kein Durchgang oder sowas. Das wäre ja auch ein bisschen sehr einfach. Das war knapp. Lauf nochmal den anderen Weg. Den Weg, den wir sonst mal verkacken. Da gibt es auch nicht nochmal irgendwie einen anderen Weg, ne? Nee. Sieht nicht danach aus. Und hier gibt es auch keinen anderen Weg.
Das gibt es doch nicht. Ach Mann, ich hasse dieses Spiel an solchen Positionen, ehrlich. Das kann doch nicht angehen. Eine Viertelstunde wieder rumgenögt für so einen Kram. Ach Mensch, ey. Nein, ich will den Knüppel nicht in der Hand halten. Da würde ich ganz gerne hin, aber da komme ich auch nicht ran. Da musst du wirklich auf einen Millimeter genau treffen. Oh ne, da sollte ich gar nicht rein. Wie gesagt, dafür hasse ich das Spiel, ne? Also wirklich. Wenn du nicht auf einen Millimeter genau triffst, dann rauschst du gleich ab und dann bist du gleich wieder down. Da schon wieder, dieses kann auch nicht an. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Diesmal nach dem Sprung, ich habe es mir dann diesmal doch mal gegeben. So. Ganz vorsichtig und zärtlich. Aber weh, du wärst daneben gesprungen. Du hättest aber was an die Ohren gekriegt, du mein Mädel, du. So, Zack. Das kann sein, dass das der Weg war zur Eule. Le Oul. Gab es auch irgendwie zwei Wege, ne? Einmal der ganz runter führt und einmal. Genau. So, hier war doch. Hier war nix. Da geht's da einmal rüber. Wo gingst du mal ganz unten hin? Ich hau euch gleich noch weg, ihr kleinen Ratten. Weiß nicht, ob hier noch irgendwas Interessantes war. Ach so! Ah! Ja, okay. Alles klar, das war dieser. Okay, dann wissen wir zumindest. Ich muss mich erstmal manchmal so wieder so ein bisschen einspielen. Mal wieder ein bisschen Aufnahmepause gemacht. Das sollte man eigentlich machen. Am besten sollte man so ein Spiel komplett straight durchspielen. Komplett straight durchspielen, weil man sonst wieder ganz, ganz schnell raus ist. Man nicht weiß, wo man links latschen soll. Aber warte mal. Mensch. Beiß mich nicht nochmal, du. Adios! Tut mir ja mal leid, aber die beißen mich immer. So. Vielleicht habe ich ja doch noch irgendwie einen kleinen Vorsprung übersehen oder irgendwas. Das kann ja sein. Irgendwie so eine kleine Lücke oder vielleicht immer so ein kleines. Weiß ich auch nicht. Weil wir müssen hier ja irgendwie diesen Ort ja auch finden. Das ist. Muss es irgendwo diesen Ort geben, wo wir da irgendwie durch die Decke durch können. Wahrscheinlich habe ich das wieder mal übersehen. Der stiefelt da noch irgendwo einer. Da. Boah, siehst du, guck mal, das ist nämlich. So, da ist ein bisschen Licht. Ja, und das ist. Nee, das ist nämlich dann einfach nur. Hier gibt's nicht mehr. Guck. Das ist einfach nur der Raum. Und wenn man nämlich dann hier drauf ist, dann bist du nämlich letztendlich wieder hier. Direkt. Ah, das ist doch zum Mäusemelken.
Nichtsdestotrotz können wir mal, dass wir zumindest in dieser Folge noch ein bisschen was gebacken kriegen. Mal noch in diese anderen Passage mal längs schauen. Da ist aber nichts rein, gar nichts, ne? Scheiße. Einfach Kacke. Aber ich denke mal, dass der Weg vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist. Einfach aus folgendem Grund. Schmatzende Schlange. Weil man nämlich von außen hier nochmal rankommt. Das ist nämlich so ein Shortcut-Weg. Und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht, genau aus dem Grunde ist es vielleicht so ein Shortcut, damit wir nicht dann 30 Milliarden Kilometer nochmal laufen müssen. Ich weiß. So, jetzt laufen wir aber nochmal zurück. Zur Raffinerie. Und ich meine ein Stück weiter links, glaube ich. Ich glaube, ein Stück weiter links, da war noch so eine Passage. Und da sind wir nicht längs gelaufen. Und da wollte ich mich nochmal umschauen. Da wollte ich mich nämlich nochmal umschauen, was wir da finden. Ob wir da vielleicht noch irgendwie Material finden, war das. Ich glaube, das war aber. War das da drüben lang oder war das da lang? Ich gehe mal da in der Richtung. Weil das ist die Passage, wo wir gerade hergekommen sind. Ich meine, das war davor sogar noch. Davor oder eine danach? Kann auch sein. Ja, hier geht es nirgendwo hin. Okay, dann war das doch eine dahinter wahrscheinlich. Hier kommt nichts mehr. Nee, gut, dann war das eine dahinter. Weil hier ging es nämlich hoch. Dann konnte man so den Weg längs gucken und das war nachher. Oder besser nicht. Naja, okay, alles klar. Dann muss es noch eine weiter gewesen sein. Kann ja sein, dass da irgendwo noch eine Hütte ist. Vielleicht finden wir da auch irgendwie noch ein Feuerzeug oder irgendwie irgendwas. Was natürlich auch krass ist, ist die Zeit, ne? Also die guck mal, wir haben es jetzt gerade 7.29 Uhr, also 19.29 Uhr. Doch schon so ein bisschen. Nicht duster nicht, aber man ist dämmert schon mal so ein bisschen. Okay, nochmal nach, ob es hier. Irgendwo war doch hier nochmal so eine Passage, wo wir erst nicht längs wollten. Kann auch sein, dass es die ist hier links. Und da oben müsste dann eigentlich das Haus sein. Hier war die Raffinerie und da oben war ja das Haus. Dann müsste das die. Ja, das müsste die Passage sein. Das ist die. Das ist noch das Monument. Na, wie ich ja schon mal sagte, ich befürchte nachher, dass man tatsächlich zwischen den einen. Ich meine, diese. Man kann ja auch schnell reisen zwischen den einzelnen Punkten. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das nachher auch durchaus nutzen muss, um von A nach B zu kommen. Ja, Wasser brauchen wir jetzt gerade nicht. Schramm, 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 schramm. Oh. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass wir dann gleich dann wieder irgendwelche Nasen in den Weg laufen hier. Ich sehe da gerade nichts. Kommen wir hier runter? Außer mit gebrochenem Bein? Noch über die andere Seite gehen, vorsichtshalber. Holz aufgehoben. Gehen wir nochmal die rechte Seite komplett hoch. Wir müssen mal ein bisschen Überblick verschaffen. Ah, Schweinchen, Schweinchen.
Schlange, Schlange. Die Schlangen hören sich immer so an, als wenn sie sich vor mit Gleitcreme eingeschmiert hätten und hier durch die Gegend wuseln. Ah. Da kommen wir sowieso nicht durch, weil es da wieder den Schlüssel verfehlt. Hundertprozentig. Und hier finden wir auch keine Fackel. Und Metall finden wir. Einen Reifen. Wir gleich. Nö. Hier passiert mal gar nichts. Null niente. Nicht mal ansatzweise. Können wir hier irgendwo hochkraxeln? Auch nicht wirklich, ne? Scheiße. Die macht sich noch nicht mal Notizen. Normalerweise macht sich wegen jedem Scheiß Notizen. Weil, ich sag mal so, wenn du so ein Tor findest, Mensch, könnte ja vielleicht interessant sein. Aber nein. Das juckt sie mal gar nicht. Hier wird auch nichts angezeigt. Aufgabenliste, Karte. Irgendwo bin ich abseits von der Karte. Irgendwie verstehe ich das mit der Karte auch nicht so wirklich. Wie man die Karte bewegen kann. So, Gegenstände. Haben wir einen Stock gesammelt. Herzlichen Glückwunsch. Das haben wir noch. Erreiche den hohen Turm. Und komme von der Insel. Folgen Sie Markierung. Erreiche den hohen Turm. Finde den Seiteneingang. Dieser Ort scheint als Tor zur Nordseite der Insel zu dienen. Ich weiß nichts über den Haupteingang. Aber hier sollte irgendwo ein Nebentunnel sein. Wo hat er das denn? Wo hat sie das denn aufgeschrieben? Weiß ich nicht. So. Find my friends, Feldflasche, Umkleide, Sammeltagebuch, finde den Kletterer. Erkunde das Bauernhaus. Durchsuche das Haus, durchsuche die Scheune, durchsuche das Gewächshaus. Diese Ruinen sind spektakulär, aber ich frage mich, ob mehr in ihnen steckt, als man denkt. Naja, definitiv. Ey, weißt du was, ich komme mir gerade echt so vor, als wenn ich gerade mal 10% des Spiels oder von den ganzen Rätseln, die ich so bis jetzt gefunden habe, von den ganzen Sachen, die ich bis jetzt gefunden habe, vielleicht gerade mal 10% tatsächlich aufgeklärt habe. Weil ich stehe mir irgendwo vor, wie vor dem Tor hier zum Beispiel und ja. Mehr passiert da nicht. Ja, komm, Schwein, verpiss dich. Mit dir will keiner spielen. Ich will auch nicht mit dir spielen. Außerdem müsste ich dich dann töten. Das willst du doch auch nicht, oder? Du willst doch nicht von mir getötet werden. Ah, unbefriedigend. Genauso unbefriedigend wie das Haus vorne. Das beziehungsweise hinten. Auf der linken Seite muss ja das Haus gewesen sein. Da war ja auch nichts. Da muss ich auch einen Schlüssel finden. Da war auch nichts. Aber wie ich schon sagte, ne, ich übersehe wahrscheinlich auch mal mindestens 3/4 der ganzen Sachen. Und dann stehe ich nachher da und denke, jo, wie komme ich jetzt hier weiter? Dabei bin ich schon 80 Mal dran vorbeigelaufen. Und wahrscheinlich ist alles viel einfacher, als man denkt. Ja, wahrscheinlich sogar. Vor allem, wir haben hier auch noch nichts freigeschaltet. Na gut, das Gartenhaus. Die Scheune sollten wir durchsuchen. Wir sollten die Scheune durchsuchen, das Gartenhaus und das Haus selber. So, die Scheune ist ja hier. Mutmaßlich.
Das ist doch die Scheune, oder? Na gut, die Scheune ist eigentlich... Da kann man so oder so sehen. Ihre Flasche aufgehoben. Lappen. Da konnte man jetzt aber auch nichts abfüllen, ne? Nicht, dass wir hier uns irgendwie noch Benzin mitnehmen können oder sowas. Warte mal, was hängt da denn? Wieso die Scheune? Ah, guck. Guck mal, so einen Scheiß musst du finden. Bitte lesen, Unfälle zu vermeiden. Bitte nachschauen, dass jeder Strohballen sicher aufgestapelt ordentlich festgekeilt ist. Danke. Ja, Hauptsache, wir haben diesen Zettel jetzt gelesen. Super. Ja, Benzinkanister finden oder ein Feuerzeug. Keine Flaschen. Wäre ja auch Blasphemie. Warum sollte man auch in einer Flasche Benzin abfüllen können? Warum sollte man das tun? Nochmal überall reingucken. Überall nochmal reinluschern. Mal siehst du, haben wir wenigstens noch ein bisschen Metall gefunden. Ist hier sonst noch irgendwo irgendwas? Ich meine, die ganzen Schlüssel. Ist normal, dass hier ein Stück Fleisch in der Ecke liegt? Kann auch sein, dass wir das gewesen sind. Können wir auch nicht mal eben rumtricksen. Es gibt garantiert irgendwie einen Trick, ins Haus zu kommen. Einen ganz billigen Trick, ins Haus zu kommen. Wo ich mich nach dem Nachhinein wieder ärgern werde. Oder ist auch nichts. Ich sag ja, ich werde mich im Nachhinein wieder so dermaßen ärgern. Und für Sie als Kletterprofi wäre das doch easy peasy, oder nicht? Also sie macht sonst was für Kunststücke, aber ist nicht in der Lage, da oben raufzukommen. Ist abgeschlossen. Ja. Wir müssen eigentlich da drauf, dann über die Leiter und dann da oben rein. Da können wir auch nicht hoch. Und da können wir erst recht nicht rein, weil dafür brauchen wir einen Schlüssel. Dafür brauchen wir definitiv einen Schlüssel. Aber wie kommen wir sonst da oben ran? Normalerweise ist auch mal alles markiert. Zumindest irgendwie so gemarkert, dass man das irgendwie auch gleich findet. Aber hier ist irgendwie... Wenn es man nicht auch über die... Fensterläden geht. Guck mal, da liegt irgendwas. Da liegt irgendwas. Aber wie komme ich da rein? Wie komme ich hier rein? Probier mal kurz was. Wird wahrscheinlich nicht gehen mit der Crowbar, oder? Weil sonst hätte er es ja angezeigt. Wäre wahrscheinlich Blasphemie, das wirklich hier mit der Crowbar das mal aufzuhebeln. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Man könnte doch hier rüber klettern auf die andere Seite und da aufs Vordach. Das haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht, deswegen haben sie hier nämlich das vorgesetzt, die kleinen Schweinepriester.
komme ich jetzt hier weiter? Oder wie komme ich generell weiter? Oh, warte mal, was war das? Moment halt, was war da? Achso, er zeigt es generell an. Okay, gut. Da wollte ich nicht runter. Warum kann ich auch nicht hochkraxeln? Muss da irgendwie nicht möglich. Wahrscheinlich werde ich mich im Nachhinein echt wieder ärgern. Irgendwo habe ich das nicht gleich gesehen, werde ich wieder sagen. Oder steht in den Kommentaren eins von beiden. Ich muss auf jeden Fall hier vorne hin. Bis darauf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Entweder bin ich zu doof dafür oder ich brauche echt eine neue Brille so langsam. Das Schlimme ist ja auch, das Schlimme ist ja eigentlich auch, dass man, du kriegst irgendwo die Ansage, hey, du brauchst einen Schlüssel, du brauchst dies, du brauchst jenes. Ist okay. Aber du kriegst aber auch in keinster Weise irgendwo einen Ansatz, da passt nichts zueinander. Und dass du auch mal sagen könntest, okay, den Schlüssel, den ich suche, er könnte da und da sein. Weißt du? Ich habe jetzt gerade noch was gesehen. Die Steinsäulen. Weißt du, man muss immer, die ganze Insel musste quer über die ganze Insel reisen, um irgendwie alles irgendwo zu finden oder zu haben. Das finde ich so ein bisschen doof gelöst bei dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Seite. Na, das ist das, was ich an dem Spiel nicht unbedingt gut gelöst finde, dass man da irgendwo so ein bisschen mehr die Möglichkeit hätte, so ein bisschen das Ziel ein bisschen leichter zu finden. Es sei denn, es ist halt so dieses Grundmerkmal von dem Spiel, dass man eben sagt, ja, okay, du musst eben dir wirklich alles angucken. Du musst wirklich überall hingehen, weil dir das Spiel eben nicht sagt, wo du hingehen sollst, dass du A nach B nach C nach D, sondern dass du eben halt auch mal bei Z anfängst und dann plötzlich bei C bist und das alles irgendwie auch zueinander bringen sollst. Na, das kann natürlich durchaus sein, dass das so gewollt ist, dass es darauf hinausläuft, dass du eben Sachen erforscht. Was denn hier? Oh, wenn das mal nicht ein Aufzug ist. Stein so. Ja gut, aber da wir sonst ja nicht irgendwie weiterkommen, würde ich sagen, wir gucken einfach jetzt erstmal ein bisschen rum. Schauen uns tatsächlich erstmal um und versuchen tatsächlich erstmal hier irgendwo Dinge zu tun. Ich sehe mich hier sowieso schon wieder verlaufen. Ach, hier sind wir. Hier sind wir. Aber das heißt, wir waren hier auch schon. Aber wie... Ja gut, dann brauche ich wahrscheinlich wieder die Kletterausrüstung dafür, weil es hieß ja auch mal,
ich glaube, in einem früheren Brief, so bla bla bla, der hat da und da die, der hat vielleicht eine Kletterausrüstung. Also stellt sich ja die Frage, ob wir diese Kletterausrüstung finden können oder nicht. Und vielleicht gibt es sogar mehrere Lösungsansätze, dass du halt mehrere Wege gehen kannst. Wenn du jetzt Glück hattest, alles wirklich zu finden, dass du dir vielleicht wirklich den Weg wirklich leichter machen kannst, über kurz oder lang. Waren wir da schon? Ich würde mal Gau sagen, nein. Weil wir diesen Junkie da gerade getroffen hatten. Ich glaube nicht, dass wir da schon mal gewesen sind. Geschlossen natürlich. Ach, Gottes Willen. Steinsäulen. Na, da hatte man ja schon. Ist ja auch noch weiter. Ich sag ja, das sind alles so Sachen. Ich glaube, man ist wirklich gezwungen, wirklich die ganze Insel zu erforschen, um dann vielleicht Stück für Stück nachher vorgehen zu können. Brauche aber ein kleines Erfolgserlebnis. So. Erfolgserlebnis ist da. Das ist schön. Echt Freude. Hallo, jemand drin? Das Steineichendickicht. Oh, was haben wir da? Jetzt mal lesen. Gott, schreib's doch noch kleiner. Ich weiß nicht mal, wie viel Zeit vergangen ist, seitdem sie uns entführt haben. Wir wollten uns nur ein bisschen... Wir wollten nur ein bisschen relaxen, bevor wir nach Spanien zurückkehren, um das Match von unserem Lieblingsteam anzuschauen. Anstattdessen war ich plötzlich auf dem Boden eines Brunnens getrennt von meiner Frau. Ich habe sie monatelang gesucht, aber ich konnte sie nicht finden. Ich glaube, sie ist tot. Ich glaube, dass sie sie umgebracht haben. Leia, Amor, bitte verzeiht mir. Ich war nicht da, um dich zu beschützen. Ich werde fliehen und ich weiß nicht wie, aber ich werde dann zurückkommen, um die ganze Insel dem Boden gleich zu machen. Ich habe ein Boot gefunden und ich habe es bei den Ruinen versteckt. Bei den Ruinen versteckt. Westlich vom Hohen Turm in einer Einbuchtung an der Küste. Das war, glaube ich, das, was wir auch gesehen hatten. Das war dieses kaputte Boot, was wir gefunden hatten. Westlich vom Hohen Turm, in einer Einbuchtung an der Küste. Ich hätte den Anweisungen, die mir dieser Lunatico über Funkgerät gegeben hat, aber besser folgen sollen. Aber ich würde lieber sterben, als ihnen zu gehorchen. Wir Ausländer haben sowas nicht verdient. Wenn du das liest und du bist auch ein Ausländer hier, hab Mut und gib nicht auf, wenn du zu denen gehörst. Andante a la mierda. Keine Ahnung. Leck mich am Arsch. So, neues Dokument hinzugefügt. Das wird dann wahrscheinlich dann seine Frau gewesen sein. Oder ist noch seine Frau. Sagt ja keiner, dass sie tot ist. Außer er. Und selbst er weiß es nicht mal hundertprozentig. Okay. Oh, wir sind wieder bei 45 Minuten. Das ist ja unglaublich. Die Zeit rennt doch mal wieder. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir gucken noch mal hier ein bisschen, wo wir uns der Weg hinführt. Dann laufen wir wieder zurück zu den Steinsäulen. Und da würde ich dann vielleicht mal versuchen, hochzuklettern. Ich weiß nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt oder so. Schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt. Und dann geht schon wieder das Bild weg. Sehr schön. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Dai Yang. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.